Lena, bleib mal hier. Alter, das ist ein Wolf. Wie cool. Nee, das ist nicht cool. Er trabt durch die Innenstadt von Lohne. Mitten am Tag. Einer von schätzungsweise 400 Wölfen. Immer näher bei den Menschen. In Niedersachsen leben derzeit rund 51 Rudel. Nahe dieses Waldkindergartens in der Lüneburger Heide wird der Wolf im letzten Frühjahr gesichtet. Er überspringt diesen fast 2 Meter hohen Zaun, reißt anschließend mehrere Tiere. Das Ganze 200 Meter vom Kindergarten entfernt. Wir müssen mit dem Wolf leben, aber wir sind nicht panisch. Aber es ist schon erschreckend, wie dicht der Wolf jetzt schon auch an dem Kindergarten dran ist. Ein Hütehund spürt die Gefahr. Schon wieder nähert sich ein Wolf Kinder. Dieses Mal im ostfriesischen Friedeburg. Er schleicht auch um diese Grundschule. Der Bürgermeister fordert vom Land den Abschuss. Es geht um genau die Wölfe, die die Scheu vor den Menschen und insbesondere auch vor Schulkindern verloren haben. Im letzten Jahr reißen Wölfe in Niedersachsen rund 1400 Weidetiere. Ein Plus von 29% zum Vorjahr. Regelmäßig sind Kühe unter den Opfern. Auch manche Pferde können sich gegen die Wolfsangriffe nicht zur Wehr setzen. Schafe werden häufig zu Dutzenden gerissen, wie hier in Iggesdorf im September. Über 20 in nur einer Nacht. Tiermedizinerin Katharina Roos ist vom Verhalten der Wölfe verblüfft. Man sieht die einfach tagsüber, auch zum Teil sind die nahe zur Straße. Man fährt im Auto vorbei, denkt, huch, da ist ein Wolf in der Wiese, fährt zurück, hält an, läuft drauf zu, will Fotos machen und der Wolf flüchtet gar nicht. Also die Wölfe sind zum Teil nicht mehr scheu. Die Stimmung in Niedersachsen, sie ist zunehmend vergiftet. Dieser abgetrennte Wolfskopf wird im vergangenen Frühjahr vor dem Haus des Naturschutzbundes gefunden. Die Botschaft an die Artenschützer, der Wolf muss weg. Wer für diese Straftat verantwortlich ist, bis heute unklar. Und er kriegt den Hass mancher Tierschützer ab. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. Er bekommt eine Morddrohung. Wenn Wölfe entnommen werden, werden auch sie entnommen, heißt es darin. Meyer bleibt bei seinem Kurs. Der Wolf muss schneller geschossen werden können. Tierschützer aus Niedersachsen wollen dagegen klagen. Zurück in der Lüneburger Heide. Im Waldkindergarten hat sich der Wolf zwar nicht mehr blicken lassen, auf seinen nächsten Besuch hat man sich dennoch vorbereitet. Von nun an trägt jedes Kind eine Trillerpfeife.